ich bin Nicole und das ist Lorelei. Und wir wollten euch heute zeigen, wie wir unsere Laternen zusammenkleben. Also eigentlich geht es jetzt speziell um dieses Modell hier. Wir haben euch im vorigen Video gezeigt, wie wir es ausgeplottet haben. Die Vorlagen gibt es bei uns auf dem Blog, den Link hier unter dem i. Es gibt da nicht nur die Plotterdatei zum Ausschneiden, sondern ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, natürlich mit einer feinen Silhouettenschere von Hand ausschneiden. Wenn ihr da geübt seid, geht das auch. Als Material für die Laternen haben wir Karton und Transparentpapier benutzt. Beides habe ich bei Müller gekauft. Für die Laternen habe ich einfach 3 von diesen Blöcken gekauft, weil es gibt jede Kartonfarbe nur in einer Farbe. Und dann habe ich einfach 3 Bögen habe ich gebraucht für pro Laterne, konnte ich die mit 3-mal der gleichen Farbe machen. Von diesem hier hatte ich 2 gekauft, weil eben auch hier jedes Transparentpapier nur in einer Farbe drin war und ich 2 gebraucht habe. Zuallererst kleben wir das Transparentpapier auf die Front oder Fronten und das mache ich mit Sprühkleber, das geht einfach am besten. Beim zweiten Teil muss man darauf achten, dass man es gerade gegengleich macht, vor allem wenn man die Teile vorher gespiegelt hat. Das heißt also, muss ich jetzt in dem Fall diese Seite einsprühen und nicht diese. Zum Zusammenkleben haben wir jetzt eben diese Front und das Rückseite. Die haben wir gespiegelt geplottet und haben schon das Transparenzpapier dran geklebt. Dann haben wir hier diese Seitenteile. Dann habe ich hier noch so, es sind keine Wonderclips, aber so nachgemachte Wonderclips, die ich zum Festklemmen benutze. Und dann noch einen Bastelkleber. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gut sieht, auf der Seite, von der ich perforiert habe, von der knicke ich dann nachher weg. Also die Seite, wo beim Plotten oben lag, das ist dann quasi die Außenseite. Da ich ja hier jetzt was Rundes an was Eckiges, also das ist ja irgendwie, das muss dann so gerundet werden, ich sage immer was Rundes an was Eckiges kleben, ziehe ich das hier über die Tischkante. Und zwar so. Dann seht ihr, das kriegt so eine schöne Rundung und dann lässt sich es viel einfacher verarbeiten. Wichtig ist einfach, dass ich die Seite, die beim Plotten oben lag, dann eben nach außen mache. Jetzt falten wir die perforierten Zähnchen nach innen. Genauso habe ich hier auch eine perforierte Linie. Da werde ich auch diesen unteren Teil entlang der perforierten Linie nach innen falten. Bei beiden Teilen. Lorelei bringt jetzt Klebstoff auf den Boden auf, und zwar so, dass wir die Seitenteile und die 2 Bodenteile quasi zusammenkleben können, und das machen wir ungefähr so. Also Lorelei, bring mal hier den Klebstoff auf. Oh, soll ich nicht drücken. Stopp. Okay, genau. Ja, aber sollen wir es gerade noch ein bisschen so machen, nur noch verteilen, weißt du? Und dann tun wir noch hier, das mache ich jetzt Kind. Hier quasi alles, was unterhalb diesen Zähnchen ist, dem ersten, kann man auch ein bisschen einschmieren. Aber nur ein bisschen. Genau. So, was ich jetzt mache ist, jetzt nehme ich dieses Teil und du das da so dran kleben. Und zwar gerade so Kante an Kante. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Man kann das gar nicht weiter in die oder in die Richtung schieben, wegen diesem Zähnchen. Und hier dann von der anderen Seite genauso. Deswegen kann man nicht viel falsch machen. Eigentlich nicht. Es passt eigentlich alles wunderbar ineinander. Das ist jetzt einfach vom Design her schon so gemacht. Damit es dann gut hält, klemme ich das mit diesen Wonderclips fest. Wenn es dann zusammengeklebt ist, dann heißt es erstmal warten, bis der Kleber trocken ist. Jetzt müssen wir noch das Ganze quasi zusammen machen. Und zwar stellen wir da die Front und die Rückseite hoch. Und die Seitenteile kommen dann daran. Und deswegen haben wir auch hier diese kleinen Teile. Da kommt jetzt der Kleber drauf. Und dann kleben wir das hier so rund an. Lorelei macht da jetzt Kleber drauf. Ja, nee, so, eher weniger, aber so ist eigentlich gut. So? Ja, so ist gut. Ganz wenig brauchen wir da nur. Das sind vorsichtig im Tropfen, gell? Stopp, ja. Genau. Mach nochmal da noch ein bisschen. Okay. Ja, genau. Ja. Aber du kannst nachher dann noch ein bisschen wegschmieren versuchen. Mhm. Und es ist eh transparent Kleber. Ja. Das ist auch da unten vielleicht auch Unterlage. Ja, zu dem Festkleben tue ich es dann immer so hinlegen. Und dann kann ich das eigentlich von außen quasi an den Rand hindrücken und dann mit den Fingern innen festhalten.
Der Kleber ist eigentlich auch ganz gut, der trocknet relativ schnell. Also der fixiert dann schon mal ganz gut. Und dann kann man fast noch ein bisschen dran rumjustieren. Also er ist dann nicht so fest, dass er sich nicht mehr bewegen lässt, aber irgendwie fest genug, dass es dann schon hält. Jetzt klebe ich noch ein Teelicht unten auf den Boden. Wenn wir dann alles fertig haben, dann mache ich hier noch eine Halterung oben dran. Ich habe es hier schon mal gemacht, damit dann die Kinder das mit der Laternenstange dann auch tragen können. Diese Halter, diese vorgeformten Drähte habe ich im Bastelladen gekauft. Die werde ich jetzt einfach hier noch an der Ecke umbiegen mit einer Zange und dann einfach dann da rein machen. Das ist eine normale Bastelzange. Das ist jetzt kein Kunstwerk mehr im Prinzip. Das ist nur noch so. Das ist nur Stärke. Ja, ich meine, ihr könnt es auch mit einer Schnur oder was dann befestigen. Das seid eigentlich relativ frei. Muss es halt nur irgendwas was dran machen. Man kann es natürlich auch ohne die Aufhänger benutzen, nur einfach nur wohin stellen als Deko für die Jahreszeit. Das Schloss ist natürlich schön für Halloween. Oder so tragen. Nein, das würde ich nicht, weil es könnte ja von unten heiß werden. Ich habe jetzt mir auch noch so, weil ich es zu Hause als Deko benutzen will, noch elektrische Teelichter mit einer Fernbedienung bestellt. Den Link mache ich euch auch auf den Blog. Das finde ich ziemlich praktisch, weil dann kann ich die wohin stellen, vielleicht auch wo man gar nicht so leicht hinkommt und kann es dann am Abend einfach mit der Fernbedienung einschalten, damit es dann ja, schön ausschaut. So, jetzt habe ich es. Ich schneide kein Finger ab. Also einfach dann gut hier zudrücken, dann hält das eigentlich auch ganz gut. Und wenn man es dann trägt, ja dann sowieso. Wenn ihr der Laterne also nachbasteln wollt, schaut mal hier unter dem i. Ansonsten, wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr noch eine andere Idee habt für ein Motiv auf der Laterne, dann lasst uns doch bitte im Kommentar wissen. Das würde uns auch sehr interessieren. Vielleicht reiche ich das dann ja noch nach. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!